Im März 1945 hatte Streicher zum zweiten Mal geheiratet, seine Adele, die sich im Zeugenflügel befindet. Sie übergibt einen Brief an ihren Mann. Auch wenn die Anklage Walter Funk in jedem der vier Anklagepunkte für schuldig hält, wirft man ihm doch vor allem Verbrechen gegen die Humanität vor, insbesondere Verbrechen gegen Personen und Eigentum im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Ausplünderung von besetzten Gebieten. Funk war ab November 1938 Nachfolger von Schacht als Reichswirtschaftsminister und 1939 Präsident der Deutschen Reichsbank. Und alle haben sie sich von diesem Führerprinzip in der damaligen Zeit schwere Schädigungen versprochen. Von einem Regierungsprinzip kann man a priori niemals sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es kommt auf die gegebenen Verhältnisse an und vor allen Dingen auf diejenigen, die regieren. Das demokratische, parlamentarische Prinzip hatte in Deutschland nicht zum Erfolge geführt. Deutschland hatte auch keine parlamentarische, demokratische Tradition wie andere Länder. Es war schließlich so, dass bei Regierungsentschlüssen die wenigen Stimmen der Wirtschaftspartei entschieden, die meistens gekauft wurden. Es musste also ein anderes Prinzip zur Herrschaft kommen. Und wenn in einer autoritären Regierung diejenigen, die die Autorität und die Verantwortung haben, gut sind, dann ist auch die Regierung gut. Das Führerprinzip bedeutete nach meiner Meinung, dass die Besten und der Beste regieren sollten. Durch wen haben Sie denn Hitler kennengelernt? In der Hauptsache war dies Gregor Strasser, wie ich gestern schon sagte, der auch die erste Aussprache mit Adolf Hitler vermittelte. Erst viel später lernte ich dann in Berlin Hermann Göring kennen. Im Übrigen hatte ich sehr wenig Bekanntschaften in der Partei damals. Und spielte auch in der Partei selbst keine Rolle. Ja, also der Vizepräsident der Reichsbank beschuldigt seinen Vorgesetzten Funk. Was Sie glauben, gesehen zu haben. Ja, der Film war aufgenommen vor Tresorschränken unserer Bank in Frankfurt am Main. Den üblichen Tresorschränken, hinter deren Glastüren man die verschlossenen Koffer und Behälter sah, die dort offenbar hinterlegt worden waren. Es war das übliche Bild, das solche Tresorräume bieten. Vor diesen Tresorschränken waren geöffnet verschiedene Behältnisse, aus denen zu ersehen war, was etwa der Inhalt war. Münzen, Schmucksachen, Perlen, Banknoten. Sonst nichts? Uhren. Was für Uhren? Große Weckeruhren. Große Weckeruhren. Sonst nichts? Mir fiel dabei auf, dass unter diesen Wertsachen Münzen waren, scheinbar Silbermünzen. Das ist Ihnen aufgefallen? Ja. Toms, ein Mitarbeiter der Reichsbank. Sie kennen doch den Herrn zu Ihrer Linken. Jawohl. Das ist der Pol, nicht wahr? Jawohl. Und dort wurde mir von Herrn Pool eröffnet, dass eine besondere Transaktion mit der Reichsführung SS in die Wege geleitet werden soll. Herr Pool sagte mir, dass die Angelegenheit ganz geheim und vertraulich behandelt werden müsste.
Es würden nicht nur Sachen eingeliefert werden, die im normalen Geschäftsgang der Reichsbank automatisch zu übernehmen wären, sondern es würde sich auch um die Verwertung von Schmucksachen und anderen Dingen handeln. Daraufhin schlug ich vor, sie dann diese Sachen genauso wie früher die Ablieferung aus der jüdischen Vermögensbeschlagnahme dem städtischen Pfandleihamt in Berlin zuzuführen. Diesem Vorschlag stimmte Herr Präsident Puhl bei. Obwohl Hjalmar Schacht nach dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 in Flossenbürg inhaftiert war, wird ihm in Nürnberg der Prozess gemacht. Als Präsident der Reichsbank trat er jedoch 1930 aus Protest gegen die zunehmende Auslandsverschuldung zurück. Hitler schien ihm Garant für ein starkes Deutschland zu sein und so drängte er Hindenburg, Hitler zum Kanzler zu machen. Hitler dankte es ihm, indem er ihn wieder als Reichsbankpräsident einsetzte und ihm wenig später auch das Wirtschaftsministerium übertrug. Die Idee vom Lebensraum für das deutsche Volk befürwortet haben und bezieht sich insbesondere hierfür auf ihre Frankfurter Rede vom 9. Dezember 1936, in welcher sie gesagt haben, Deutschland habe einen zu geringen Lebensraum für seine Bevölkerung. Dieser Vortrag vom 9. Dezember 1936 ist ein Vortrag, der sich allein und einzig mit einer kolonialen Wiederherstellung deutscher Rechte befasst. In diesem Vortrag heißt eine Stelle, Zitat, ich zitiere nur einen Satz, der Friede in Europa und damit auch wohl der übrigen Welt hängt davon ab, ob die dicht gedrängten Massen Zentraleuropas eine Lebensmöglichkeit für sich bekommen oder nicht. You said that in 1938, Sie sagten, dass Sie im Jahre 1938 einer Dame beim Essen gesagt haben, gnädige Frau, wir sind in die Hände von Verbrechern gefallen. Wie hätte ich das ahnen können? Erinnern Sie sich daran? Nicht ich habe das Zeugnis abgelegt, sondern es ist aus einem Affidavit von meinem Anwalt hier vorgelesen worden, aber es stimmt. Sie wollen doch sicher dem Gericht helfen und uns sagen, wer diese Verbrecher waren. Hitler und seine Genossen. Der Zeuge von Frick und Schacht berichtet über die Blomberg-Fritsch-Krise des Jahres 1938. Arrangierte Scheinstellung zurückgekehrt und waren nunmehr in ständigem Kontakt mit ihren politischen Vertrauten Schacht, Oster, Canaris und Neve. Also Herr Dr. Gisevius, Sie sehen ja die Schwierigkeit der Situation. Wir wollen hier nur bekunden, soweit es der Erforschung der Wahrheit dient. Sensationen oder sonst wie wollen wir nicht machen als Selbstzweck. Wo es aber notwendig ist, Dinge zu sagen, um dem Tribunal die Entwicklung verständlich zu machen, so bitte ich Sie, sich freimütig zu äußern. Ich bitte das Hohe Gericht, auch meine Schwierigkeit in Rücksicht stellen zu wollen. Auch ich spreche nicht gerne über diese Dinge. Als Heldorf Göring die Akte übergeben hatte, sah Göring sich gezwungen, diese Akte Hitler zu geben. Hitler erlitt einen Nervenzusammenbruch und entschloss sich, den Marschall Blomberg sofort zu entlassen. Wie Hitler es später auch den Generälen in öffentlicher Sitzung gesagt hat, war sein erster Gedanke, zum Nachfolger Blombergs den Generalobersten von Fritsch zu ernennen. In dem Augenblick, als er diesen Entschluss aussprach,
erinnerte ihn Göring und Himmler, dass dieses nicht möglich sei, da Fritsch durch eine Akte aus dem Jahre 1935 aufs Schwerste kriminell belastet sei. Auf der Suche nach Material war die Gestapo in Zuchthäuser gegangen und hatte gerichtlich verurteilte Zuchthäusler, die Homosexuelle erpresst hatten, um Material gebeten und Namen, wer wohl homosexuell sei. Dabei hatte ein Zuchthäusler eine fürchterliche Geschichte zu Protokoll gegeben, die nun wirklich so scheußlich ist, dass ich sie hier nicht wiedergeben werde. Es genügt, dass dieser Zuchthäusler meinte, der davon Betroffene sei ein gewisser Herr von Fritsch oder Frisch gewesen. Des genauen Namens konnte sich der Zuchthäusler nicht entsinnen. Die Gestapo übergab diese Akte im Jahre 1935 Hitler. Hitler war entrüstet über den Inhalt. Er sagte, wie er sich vor den Generälen ausgedrückt hat, er habe von einer solchen Schweinerei nichts wissen wollen. Hitler gab die Anordnung, diese Akte solle unverzüglich verbrannt werden. Jetzt, im Januar 1938, erinnerte Göring und Himmler Hitler an diese Akte. Und es war Heydrichs Geschick vorbehalten, diese im Jahre 1935 angeblich verbrannte Akte nunmehr wieder Hitler vorzulegen, und zwar inzwischen vervollständigt um ganz beträchtliche Untersuchungen. Und dann wurde Fritsch in die Reichskanzlei bestellt und von Hitler auf die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen aufmerksam gemacht. Dass Fritsch völlig erschrocken in die Reichskanzlei kam, er verstand überhaupt nicht, was Hitler ihm vorwarf. Entrüstet stritt er ab, was er verbrochen haben sollte. Er gab Hitler in Gegenwart Görings sein Ehrenwort, dass alle Beschuldigungen falsch seien. Aber Hitler ging zur nächsten Türe, öffnete diese und herein trat dieser Zuchthäusler, erhob den Arm, zeigte auf Fritsch und sagte, das ist er. Fritsch war sprachlos. Er konnte einzig verlangen, dass eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde. Hitler verlangte seine sofortige Demission und wollte unter dieser Bedingung, dass Fritsch schweigend ging, die Angelegenheit auf sich beruhen lassen.